Also trotz der ganzen Technik-Fragezeichen, die uns auch bei einem Glas Schilcher das Ganze nicht erleichtert, geht es uns ziemlich gut. Ja, wo nur der Lautsprecher sitzt, es sind nicht so wichtige Sachen. Oder wo das Mikrofon sitzt, das wollten wir eigentlich noch mal so klären im Vorfeld. Jetzt plappern wir einfach drauf los. Wie immer. Ja, wir haben noch einen Großeinkauf gemacht, weil Ralf ja dann für eine Woche, knapp eine Woche unterwegs sein wird und Reiseproviant und Grundversorgung für mich jetzt sichern wollte. Ja, damit lassen wir jetzt so den Tag ausklingen. Als Überraschungsgast war heute der Kleine noch. Da war Opa-Enkeltag heute, ne? Ja, der hatte auch ein bisschen Husten gehabt und du und Sandra und ihr hattet ja drei, hattet ihr was anderes zu erledigen. Und da habe ich nach dem Kleinen geschaut. Und er hat nach dem Opa geschaut wahrscheinlich, dass er auch alles richtig macht. Genau. Die Eisenbahn aufgebaut, aber ich weiß gar nicht, ob das den Zuhörern jetzt so interessant ist. Wir waren draußen, da war Planschbecken, dort ist er ausgerutscht. Hast du das eigentlich der Sandra gesagt? Nein, das erfährt sie hiermit. Also, ja, er ist ausgerutscht, war natürlich bitschebatsche nass. Und dann haben wir alles ausgezogen, aufgehängt hier in der Sonne. Und ich glaube, jetzt die Sachen sind jetzt hier, ne? Die oder? Sachen sind jetzt hier. Sind jetzt hier. Und ich hatte dann Gott sei Dank noch ein T-Shirt gefunden. Ein Leiberl. Ein Leiberl von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Was aber so groß war, dass es ihn runterging bis zu den Füßen. Und die liebe Mama, die hatte auch dafür gesorgt, dass Wechselwäsche in dem großen Rucksack waren. Und dann konnte man noch am Höschen noch gucken. Nur kein neues. Ja, wir hätten auch noch eine große Hose anziehen, aber es war ja so warm. Ja. Da war das dann jetzt. Und sein Jause hat auch brav aufgegessen. Ja, komplett. Das muss man schon sagen. Also so nach und nach, irgendwann war sie weg. Wirkte plus er wieder gesund. Ja, plus ein großes Würstchen hier noch aus dem hiesigen. Und aus Nudeln dem hat er auch noch Küche. Und aber Nudeln hat er auch noch mal mitgegessen. Und sich gefreut auf ein Eis. Von der Mama. Leider waren unsere ganzen Eisvorräte schon weggefuttert, weggeschnappt. Ja. Aufgebraucht, ne? Und unser Lieblingseis gab es gar nicht. Wahrscheinlich ist die Vanille ausgegangen, keine Ahnung. Ja, das ist auch interessant, dass bei Lidl dann dieses eine Eis es nicht gab. Ja, wahrscheinlich, weil es schon so lange so warm ist und es kommt aber sogar original aus Italien, dass die dann nicht mehr nicht mehr nachkommen mit der Eisproduktion. Ja, so war das. Tja, oh Schatz, ich weiß gar nicht so viel. Wir hatten gestern ja noch überlegt, ob wir über Sarah Wagenknecht noch uns zu ihrem Buch äußern. Genau. Die Selbstgerechten, so heißt das. Ja. Aber wieso ist das? Ist mir jetzt auch noch nicht so klar. Kannst du das mal sowieso, dass eigentlich jetzt die Selbstgerechten? Sie hat viele Dinge geschrieben, wie man wieder zu einem größeren Zusammenhalt vielleicht auch in der Gesellschaft kommt, indem man nicht so viel Trennungen macht, zum Beispiel zwischen Schwulen und Heteros. Und diesen dieses und das. Gendergedöns. Das wären doch alles eins. Und früher hätten die Menschen, das würde auch dazu führen, dass es dann so kleine Untergruppen gibt und der Zusammenhalt verstört wird. Zum Beispiel bei den einfachen Arbeitern. Bei den einfachen Leuten. Bei den einfachen Leuten. Also genau. Sie vertritt schon. Sie meint, so, ja. So aus der Sicht der Benachteiligten. Ne? Genau. So. Sie meinte, bei den Linken, sie ist ja nach wie vor Linke, wenn man auch ein Ausschlussverfahren also bleibt. Sie sagt, die Linken würden sich auch nur noch in Akademikerkreisen da bewegen, ne? Da bewegen, die es einfach also zum Lifestyle oder irgendwie Lifestyle-Linke, so nennt sie das, glaube ich, da nennen würden. Und um die wirklichen Probleme der einfachen Leute, da würde sich doch keiner mehr kümmern. Dann würde auch immer gerufen und schon würde man als Nationalist verschrien.
dass man zum Beispiel die Grenzen gar zu offen lässt, zum Beispiel jetzt in der EU, wo ja diese Freizügigkeit, was die Arbeit betrifft, auch angesagt ist. Da kommen eben nach Deutschland jede Menge Rumänen und Bulgaren und die sind dann in den Niedriglohnjobs, wie zum Beispiel ja im Krankenhaus, in der Pflege Reinigung, ne? und Reinigungsfirmen zu finden. Und dann hat man festgestellt, dass da dann auch na, der Lohn also so 5 bis 10% niedriger wird, weil eben diese Arbeiter von außen, die drücken das runter, Ja, ne? die sind nicht gewerkschaftlich organisiert und lassen alles Ja. über sich ergehen, Und ne? sie hatte eben, das fand ich eigentlich einen klugen Vorschlag. Man muss ja jetzt nicht Nationalist sein und keinen mehr reinlassen. Also man müsste es höchstens einfach verbieten, dass die Leute jetzt wie auch Nokia irgendwo das alles outsourcen Outsourcen. in Billigländer. Ja, ich weiß nicht, was es da jetzt für Maßnahmen gibt, dass das jedenfalls gesetzlich geregelt werden muss, dass das unterbunden wird oder dann höhere Zölle bezahlt werden müssen, was weiß ich, ne? Also das sind so Probleme. Also, sie hat auch ein ganz starkes Engagement für ein gemeinsames europäisches ja, für die Ja. Digitalisierung, dass man eben sich nicht ausgeliefert fühlt gegenüber den amerikanischen Ja, und genau. großmafiösen Silicon Valley-Überwachungsmaschinerie. Genau. Und das, ja. Ja, und das in diesem System eben auch gilt, keiner wird mehr ausspioniert. Ich meine, das versuchen sie jetzt natürlich auch immer, indem sie da irgendwie welche Fragen stellen, ob sie einen da durchtesten dürfen oder man kann das regulieren. Und wenn du es regulierst, dann hast du wieder nicht so richtig Zugang zu den entsprechenden Seiten. Ja, Also sowas auch. sind ganz einige wegweisende oder zukunftsweisende Ideen drin. Ob sie da die Mehrheit in der jetzigen linken Partei hinter sich hat, wage ich zu bezweifeln. Ja, was soll sie Ja, glaub, machen, eine eigene Partei gründen oder? ja, also zurück zu den einfachen Leuten oder zu den eigentlich schon der Gesellschaft Benachteiligten, ne? Also das war mal früher so die Aufgabe der Linken, ne? Also, und das war Also. ja auch so, dass das ein bisschen angeglichen wird, war ja auch ein guter Gedanke, auch im Kommunismus, ne? Also dass es da nicht mehr so eine zwischen Arm So und eine Reich Schere, so schafft. eine auseinanderklaffende Schere Also gibt, ne? interessant fand ich auch, was ich auch noch nicht wusste, im digitalen Bereich, dass sie sagte, dass mittlerweile auch bei diesen Hotelbuchungsmaschinen, die könnten dann feststellen, ob man jetzt von einem Apple-Gerät oder einem einfachen Smartphone was bucht. Und dann werden unterschiedliche Hotelpreise, je nachdem, ob du jetzt so ein Vorgeschlagen, ja. teures Apple-iPhone für 1000 Euro hast, dann kostet Hotelzimmer halt 100 Euro. Hast du ein einfacheres, Rechner, kostet es halt nur 50. In diesem Fall wäre das natürlich zum Vorteil für die einfacheren Leute, ne? Dass die also weniger zahlen. Fällt mir aber gerade so auf. Sie hat das zwar kritisiert, sie hat aber hier in diesem Fall kritisiert dieses Ausspionieren, ne? ja, Dass die dann gleich wissen, vor was für einem Gerät man sitzt. Ne? ja, aber auch das ist schon wieder Bildungsbürgerdenken, weil das wird den einfachen. Der wird gar nicht in Hotels groß buchen. Ja, das stimmt schon. Also es ist lesenswert, liest sich auch recht gut und flott. Und das nächste Buch, was wir wahrscheinlich mal vorstellen werden, ist Darm mit Ah, Charme. Da habe ich jetzt gerade das kann angefangen. dann die Barbara aber vorstellen. Also ich Ja. habe mit diesem Darmscham, Wir müssen da Herr mit Charme hab ich oder. nicht viel im Sinn. Da steht wahrscheinlich da drin, wozu das Pupsen gut ist, oder wie? Wie sich unsere Ernährung auch mit den Krankheiten Das im glaube ich nicht. Spiegel Da sind solche Sachen, ich Aufschlüsseln meine, ich hätte auch lässt. schon mal sowas gelesen. Oder war das wieder was anderes? So eine besondere Kur, wo man da, wo nachher alles stinkt, wo du nachher Ach, die Schwefelkur. so eine Schwefelkur und Gerüche hast. Aber das ist wieder was anderes, ne?
Auch darüber können wir ja demnächst mal berichten, über die Aber ihr seht, Schwefeltruhe. der Ralf weiß doch mehr, als er so offiziell sonst verlautbaren lässt. Also viel So, Freude meine mit Baba. deiner.